Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Vurago und diese Therapie ist Gostano. Genau, wir sind hier bei Let's Play the Borderlands Pre-Sequel. Schwere Zunge. Das kann ja schon mal heitere Folge werden. So, unser Plan ist ganz einfach. Wir gehen jetzt das Störsignal deaktivieren. Sammeln erstmal ein, was wir hier haben. Okay, davon haben wir wohl genug. Den laden wir nochmal durch. Schnellreisesystem. Ach ja, da haben wir letzte Folge gehört, dass man da schnell reisen kann. Dann werden wir darüber auch nach Concordia zurückreisen können, wahrscheinlich. So, oh, da ist noch ein Kistchen. Wo ich mal aufmachen, ja. Blöder Geld drin. So, dann schauen wir mal nach draußen, gucken, was da draußen so los ist. So, Tag, bin da. Vorsicht, keine Atmosphäre. Oh, Vorsicht, kleine Viecher. So. So, damit haben wir das Problem auch gelöst. Alter, noch ein großer hier. Meinst du, kennst du den Weg hier, wa? Meinst ja ganz schlauer zu sein hier, oder? Komm her. In your face. So, auch weg. Ah ja, so intelligent wie die Mutti, wa? Oh. So, auch erledigt. Ein bisschen Geld einsammeln. Und den Sauerstoff nicht vergessen. Führt zuvor. Alles klar. So, laden wir den ganzen Spaß mal ein bisschen nach. Medikament brauchen wir nicht. Und dann schauen wir uns einfach mal weiter um. Manchmal ist es unklar, was da für lustige Gebäude hier sind. Keine Ahnung. Ob wir das hätten irgendwie lustig einsetzen können. Okay, weiter im Text. Das ist grobes Gebäude, kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Was hier schon wieder auffällig ist, keine Farbe. Aber was man auch sieht, wir sind nicht mal weit bis Level 9. Hoppala. Okay. Uiuiui. Sarpedon, lass den Blödsinn. Wenn du ein Problem mit Hyperion hast, fein. Aber es gibt unschuldige Menschen auf Elpis, du Arschloch. Ja, die gibt's. Okay, die Alte spinnt total. Du musst dich beeilen. Wir müssen auf die Helios und das Auge zurückerobern. Aber okay. Dazu musst du das Signal in Crisis Car finden und abschalten. Ja, wir arbeiten dran. Als erstes müssen wir eine Tüte Sauerstoff finden. Okay, was haben wir denn da? Oh, Pipot. Leute zu sehen, Leute zu killen. Okay, wir machen uns auf den Weg nach hier drüben. Zu den Pipotter. Ich glaube, der hat eine Quest für uns, weil da werden wir uns genau hinbewegen. Oder den hat man gesehen. Der war ja grün. Das bedeutet, der ist freundlich. Und der hat ein Bierchen zum Trinken. Was geht? Ich habe vielleicht einen Job für dich. Pipot braucht deine Hilfe, um einen verschollenen Freund zu finden. Alles klar, kein Problem. Ja, mein liebster Mensch auf der ganzen Welt ist verschwunden. Okay. Du müsstest mir helfen, ihn zu suchen. Ich glaube, es war ein Er. Außer es war eine Sie. Nein, ganz bestimmt ein Er. Ich komme aber nicht auf den Namen. Ich habe sie den lustigen Wandersmann genannt. Aha. Er war immer so ein heiterer Kerl. Hatte für jeden ein Lächeln und einen Song. Er war ein furchtbarer Sänger. Mir haben die Ohren geblutet. Sie ist immer auf dem Mond rumgezogen und wenn sie... Aha, doch sie. ...hat sie von irgendwelchem verrückten Zeug geschwärmt. Ich weiß nicht, wo er zuletzt gesehen wurde. Wer ist doch wieder denn er? Wenn du sie suchen könntest, er schuldet mir einen Drink. Ah, da. Das ist das Problem. Dir geht's bloß um die... So, mal gucken, mal hier ein bisschen Munition mitnehmen können, ja. Oh, große Kiste, geht nicht auf. Wie kriegen wir die Kiste auf? Ich vermute mal, das wird da bestimmt die Belohnung sein, wenn wir den gefunden haben. Alles klar. So, werfen wir mal einen Blick auf die Map. Mal gucken, wie weit das ist. Ah, das ist ja zum Glück nicht so weit. Da werden wir uns gleich mal drum kümmern. Was für ein Haufen Missgeburten.
Oh. Einmal in weniger. Oh, haben wir noch da unten einen. Schön, dass die den Weg nicht herauf kennen. Okay. Ah, da bist du. Auch erledigt. Sportlich nachladen und genau, einen Sauerstoff mitnehmen hier. Okay, der angelt. Das ist okay, noch einer von der Sorte hier. So, wir Granate werfen hier. So, da ist das nächste Level da. Wir müssen bloß die Scheiße überleben. So. So, was ist Ziel? Das Schöne. Dass du das Ziel erfasst hast, jetzt erfasst mal ihn da auch noch. Schön, dass du da bist, hier, mein Freund hier. Auch weg hier. Oh, Mondstein immer gerne mit. Was haben wir hier? Ja, der ist nicht so scholl. Ja, ein bisschen mehr Mondstein noch, mehr Sauerstoff hier einsammeln. Und gleich mal schauen, Level up. So, Level up. Was haben wir denn für Feines? So, Dauer. Da könnte man ja natürlich in die Richtung auch noch ein bisschen weggehen. Was haben wir denn hier? Nächste Level, Treffergenauigkeit 7%, Rückschuss minus 5%. Ja, was haben wir dann hier? Waffenschaden würde sich auch erhöhen. Und hier hätten wir nächstes Level. 0,1% deiner maximalen Gesundheit pro Sekunde. Killskill, wenn du einen Gegner erledigst, erhältst du für die kurze Zeit einen Bonus kritischen Trefferschaden und Gesundheitsregeneration. Regeneration 0,4 deiner maximalen Gesundheit pro Sekunde. Kritische Treffer plus 7. Nehmen wir das auch mal mit, da werden wir das auch ein bisschen ausbauen. Und dann machen wir uns weiter auf die Suche nach seinem Freund. Wobei ich sowieso die Befürchtung habe, dass wir den tot finden werden. Da liegt doch schon was rum, das könnte da schon entsprechen. Ah, da ist sie ja. Sieht aus, als würde er schlafen. Meinst du, er schläft? Tot, mausetot. Oh. Schau mal nach, ob er eine Nachricht hinterlassen hat. Durchsuche ihre Taschen. So, da haben wir doch was. Oh, sie hat ein Echo hinterlassen. Vielleicht erfahren wir dadurch mehr über diese traurige Geschichte. Da, Echo mal mit. Was habe ich alles gesehen? Ich bin umhergezogen bis zur Vorago-Wüste. Ich habe Vorago-Wüste noch gesehen, aus dem ein hellviolettes Licht herausschoss, und ich habe die ohrenbetäubend stillen Gebete eines uralten Volkes gehört, die aus seinen Tiefen hervordrangen. Ich kampierte dort und sang und sah zu, wie mein Teewasser kochte. Da sprang ein Schafsbock hervor. Ich schnappte ihn freudig und steckte ihn in meinen Proviantbeutel. Aber dann kehrte ich aus den fernen Landen zurück und habe ihn verloren. Nicht weit von hier. Verdammte Craigens griffen mich an. Such ihn, Peapod. Dann weißt du, dass ich die Wahrheit spreche. Sieh auf dein Echo. Ich bin am Ende. Ich schätze, ich sterbe jetzt. Alle klar. Das ist ja nicht mehr so lustig, was? Hört sich an, als hätte er einen Mondstich, der arme Sack. Er wusste nicht mehr, was er redet. Er hat beim tagelangen Rumirren den Verstand verloren. Ich habe noch nie von einem hellvioletten Wasserloch gehört. Und aha, erst recht nichts von einem Schafsbock. Traurig, dass er so endet, wo er mir doch einen Drink schuldet. Ich schätze, sie kommt drüber weg. Ich frage mich, wo der Proviantbeutel steckt. Schau dich mal um, ob du ihn siehst. Alles klar, Proviantbeutel, der befindet sich da drüben. Schafsbock. Der arme Irre. Er hätte niemals bis zur Vorago-Wüste gehen sollen. Von da kommt keiner zurück, ohne dass ihm ein paar Scheiben Brot im Toaster fehlen. Alle klar. Würde ich nie hingehen. Die Frage ist, wie kommen wir da rüber? Wir können natürlich den Weg hier rüber nehmen. Alle klar. Das ist der Proviantbeutel. Schieß, schieß, töte die Krakens.
Du bist gut, schieß, schieß. Der ist groß und hässlich. So, die Waffen wechseln hier. Eruption, ja. Also Glück ist es ja nur der eine. Der aber dann leider wahrscheinlich sich teilt in mehrere. Genau, wie erwartet. Nachladen. Okay. So. Okay, jetzt sind noch zwei. Wir haben ja gelernt, in der Luft machen wir mehr Schaden, also werden wir uns mal in die Luft bewegen hier. So, der ist auch los hier, der hat ein bisschen Sauerstoff dabei. Auch erledigt. Okay, zwei neue Kandidaten. Und oh. Schön, dass da noch mehr von den Freunden kommen. So. Da wird kleiner raus geworden hier. So, mal gucken nochmal Sauerstoff. Die Sauerstoff haben wir noch genug hier. So. Da sind zwei unterwegs hier. Oh, werden wir uns mal um ihn hier kümmern. So, da hat er recht. Oh, mit. So, einer weniger. Sauerstoff mitnehmen hier. Auch erledigt. F. So, schön fleißig weiter drauf feuern. Schön, dass der da sich hinter dem. So, eure. Das. Oh, Mondstein, der war natürlich gerne mit hier. Der wird sich auch gleich zerteilen, der Freund hier. In zwei neue Freunde. Ja, und weg damit. Auch erledigt, mein Freund hier. So, da haben wir dann mal weiter erledigt. So, Proviant. Geben wir dir, kommst du mal hier her? So. Sagen wir, Mondstein erstmal hier ein. Ja, noch ein bisschen Sauerstoff hier. Was spannendes, ja, Granatenmord, der uns nicht viel bringt. Mondstein, Sauerstoff. Und aber nochmal Mondstein hier. Ein bisschen Kohle hier. Sauerstoff. Und den hier. So, jetzt können wir den Proviantbeutel aufnehmen. Bring die Provianttasche zu Pepe zurück. Super Idee. Und wie? Also mal sehen, wie wir da hochkommen. Okay. Eine Frage, ob wir hier überhaupt da hochkommen. Hm. Ja, okay, wir fallen nicht zwischen die Ritze, das ist auch schon mal gut. Machen wir noch eine kleine Abbiegung des Sauerstoffdings hier. Müsst ja eigentlich nur darüber kommen. So. Ja, es sah doch ganz gut aus. Besser als gedacht. Dann werden wir hier durchladen ein bisschen. Gekonnter Sprung hier rauf. So. Hallo, Pepe. Da ist der Privatbeutel. Wer bist du? Egal. Das hier habe ich gerade gefunden. Mein liebster Mensch auf der ganzen Welt hat ihn mir geschickt. Es ist ihr Privatbeutel. Sie sagt, da ist ein Schafsbock drin. Sowas gibt's doch gar nicht. Oh, was ist das da? Oh,
Das ist ein Schafsbock. Es gibt sie wirklich. Ich glaube, der hält mich für seine Mutter. Gate Alles Schuss. Klar. Ich sehe ihm kein bisschen ähnlich. Ob das bedeutet, dass es irgendwo da draußen auch tatsächlich ein Wasserloch gibt? Ein riesiges Wasserloch, aus dem ein hellviolettes Licht hervorschießt. Aha. Aus dessen Tiefen die Ohren betäubend stillen Gebete eines uralten Volkes dringen? Alles klar. Aber danke für die Hilfe. Okay, Dickers schließen wir noch ab hier. Lila Licht fang an, ganz vernünftig zu klingen. Findest du nicht? Außer, es gibt ein riesiges violettes Wasserloch, aus dem Licht schießt. Meinst du, der Kleine will was trinken? So, was ich jetzt will, ist nämlich jetzt Feier machen, denn das war's nämlich heute mit unserer Runde Let's Play Borderlands Pre-Sequel. Haben wir wieder eins geschafft, sind ein Stückchen weiter vorangekommen, das ist auch schon mal toll. Solches, was jetzt weiter passiert, das könnt ihr euch denken, und zwar die Endcard. Dass ihr am Ende ist die Endcard auch der schicken Endcard, gibt es eine Videoempfehlung von mir ganz persönlich für euch ausgesucht. Und zwar Let's Play XCOM's Enemy Unknown, der rundenbasierte Strategieshooter. Haben wir die Erde gerettet und haben dabei eine ganze Menge an Freunde gewonnen und tragische Verluste gehabt. Was das alles ist, das seht ihr nur, wenn ich euch angucke. Der Let's Play von XCOM's Enemy Unknown. Was auch super ist, ist der YouTube-Button, den solltet ihr drücken, den Kanal abonnieren, ein Teil einfach der Gruppentherapie werden. Mich würde es freuen, wenn ihr dabei seid. Social Media Kram, Google Plus, Facebook und Twitter ist auch toll. Den mag ich auch. Dann da können wir ein bisschen mehr schwatzen. Gerade bei Twitter und Facebook läuft ein bisschen Infos. Ja, was habe ich sonst noch Spannendes gefühlt? Das ist genau. Unter dem Video gibt es noch einen Kommentarbereich, der gerne gefüllt werden kann mit euren Ideen und was ihr von dem Schafsbock hält. Einfach mal reinschreiben. Mich würde es freuen, davon euch ein bisschen zu hören. Ja, was haben wir sonst noch Feines? Genau. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Einen Daumen nach unten, wenn nicht, ist auch okay, denn ich bin MacBurago. Und dann Servus und Ade.